Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Klein. So Leute, ja, es ist soweit. Ihr habt mit Sicherheit alle schon das Ding gesehen hier, diesen Herzgleiter. Da schauen wir jetzt momentan mal rein. Oh, den gibt es hier schon gar nicht mehr. Featured Items. Ich werde den auf jeden Fall jetzt nochmal dem Herrn sofort schenken. Das mache ich jetzt mal. Fortfahren. Der müsste dann jetzt auch gleich hier vorne erscheinen. Da wird er sich auf jeden Fall freuen. So, zack. So, tippe ich da noch was rein? Nö, machen wir jetzt nicht. Wir verschicken einfach jetzt das Ding. So, jetzt gucken wir mal. Und? Yeah! So, klicken wir mal drauf. Open. Und da ist er! Der Heartspan. Da wird er sich freuen. So, cool. Gut, jetzt schauen wir doch einfach mal in die aktuellen News rein. Da ist doch einiges wieder mit hinzugekommen. Die meisten von euch haben das ja schon mitbekommen. Es gibt jetzt neue Challenges, die noch mit hinzugefügt wurden, damit man den aktuellen Battle Pass, also den nächsten Battle Pass für Season 8 kostenlos bekommen kann. Ist das nicht geil? Also ich finde das ziemlich cool. So, schauen wir mal rein, was haben wir denn sonst alles hier aktuell am Start? Wir haben hier auch nochmal News. So, schauen wir mal hier rein. Ist das da? Das muss ich wahrscheinlich wieder ein bisschen breiter machen, oder? Gucken wir mal. So. Es wird wieder verschiedene Limited Time Modes geben, einen anderen Gun Game. Earn Eliminations to make your way through all of the weapons to the end. Mhm. Other mode is Sword Fight, which gives multiple players the Infinity Blade. Oh mein Gott. Nee, das ist nicht schön mit dem Swordfight. Also da habe ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Aber naja, gut, was willst du machen? So, ja, hier den... möglicherweise kommt ein Tornado ins Fortnite-Spiel. So. Save the world. Fire Tornado. Ja, Round Wave, also so wie es aussieht, könnte es tatsächlich einen Tornado geben im Spiel. Ja. Dann haben wir hier diesen neuen Love Ranger, dieses Challenge Pack für 2000. Kostet 20 Euro eigentlich. Der gefallene Liebesranger. Ja. Sieht schon cool aus, das Ding. Mit extra Challenges dafür. So, dann haben wir hier diesen Free Heartspan Glider gehabt. Den habe ich ja jetzt dem Herrn sofort noch geholt. Habt ihr ja eben gerade gesehen hier. So sah das dann aus. Da wird er sich auf jeden Fall freuen. So, dann haben wir hier einen Aim Assist. Also hier scheint es Diskussionen gegeben zu haben, eben wegen diesem Aim Assist. Und diesen Aim Assist, diese Anpassungen nehmen sie wieder zurück. Und hier ging es wohl darum, um einen Fehler, wo Spieler
Okay. Also auf der ging es um Konsolenspieler, die wohl in der Lage waren, dann ziemlich exakt zu sprayen. Ja, da war ich dann wohl nicht von betroffen, so wie das aussieht. Dieses Ding wurde zurückgenommen. Dann haben wir hier. Oh. Die Earthquake-Timeline, also die Erdbeben-Timeline. Und scheinbar am 27.02.2019, vermutlich das letzte Mal dann. Und dann schauen wir mal. Hier kann man dann nochmal sehen, was da so alles bis jetzt passiert ist. Earthquake. Ui, ist mir nur gerade aufgefallen. Crazy. Das war Earthquake Nummer 1. Ah, das ist dieser Riss dort. Das sind diese Risse. Krass, okay, ja. Earthquake Nummer 2. Hier, der nächste Riss. Zwischen Tomato Temple und Lazy Links. Cool. Und zum Teil ist dann hier auch die Brücke zerstört. Am 15. Februar bei Lazy Links gab es ein Erdbeben. Am 15. Februar hier auch nochmal. Also, ich bin gespannt. 15. Februar, 15. Februar. Also, es wird hier wohl, das sind genau diese Zeitstempel hier, 15. Februar, genau. Dann, hier kann man dann genau sehen, zweimal am 16., am 17. Februar kommt einmal ein Erdbeben, am 18. zweimal und so weiter und so fort. Ja, schauen wir mal, wie dann die Map aussieht, wenn das Erdbeben fertig ist, ne? Hier gab es auch nochmal so ein Ding, Alfonso Ribeiros Carlton Dance. Tja, also der hat wohl auch hier. Ah, ich weiß, wer das ist. Ich weiß, wer das ist. Ja, ich war. Jetzt weiß ich auch, wo dieser Tanz herkommt. Verdammt nochmal. Das ist beim Prince of Bel-Air der eine gewesen, ne? Wenn ich das richtig sehe, ich das richtig? Alfonso Ribeiro ist, glaube ich, tatsächlich von Fresh Prince of Bel-Air. Ja, Ribeiro, ein Actor von Fresh Prince. Stimmt, der hatte so getanzt. Ja, richtig. Mit dem Karten, ja. Stimmt, jetzt weiß ich auch, woher der Tanz kommt. Krass. Ja, und der hat scheinbar auch Epic Games verklagt. Wegen, ja, Urheberrechtsverletzung, 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 das macht einen so langsamer sicher, macht einen das wirklich madig, matschig, wahnsinnig. Jetzt kommt ja dann noch dieser Scheiß Paragraph 13, den haben sie jetzt tatsächlich abgesegnet. Paragraph 11 kommt auch noch. Da fragst du dich ernsthaft, was soll aus dem Internet jetzt in Zukunft werden? Ich bin tatsächlich gespannt, wie das weitergeht. Also ich hatte. Es wird letzten Endes, okay, ob das jetzt uns großartig betreffen wird mit dem Paragraph 13, das lassen wir jetzt einfach mal im Raum stehen. Zum einen geht es eben, ja, es geht um Upload-Filter, aber die haben wir ja sowieso schon Upload-Filter, ja. Also bei YouTube sind da sowieso schon Upload-Filter drin. Ob da jetzt irgendwie, ob sich das dann noch verschlimmern wird, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, auch mit Paragraph 11, da wird sich einiges tun in Zukunft. Da werden einige Seiten tatsächlich ins Nirvana wandern. Ja? Also Paragraph 11, das besagt ja, wenn du irgendeine Verlinkung auf deiner Seite hast und mit deiner Seite Geld verdienst, dann soll derjenige oder der Betreiber der verlinkten Seite daran partizipieren. Da frage ich mich, ja, what the fuck soll ich jetzt jeden, den ich verlinke, irgendwie soll ich Kohle zustecken oder was? Also was eine, also eigentlich
verlinkt man jemanden auch, um dann damit derjenige nochmal einen Vorteil davon hat, ne? Und jetzt soll man dafür dann auch noch denjenigen bezahlen, vergüten. Leute, also das Internet wird echt immer krasser und ja, lasst euch die ganze Scheiße nicht so gefallen, ehrlich wahr. So, ja, hier jetzt auch das hier, hätte ich echt nicht von dem gedacht. Naja, in der Serie war er ja schon ein Vogel gewesen, dann ist es wohl hier in Real Life auch ein Vogel, sorry, aber die hier zu verklagen wegen diesem Tanz. Aber scheinbar wurde diese Anklage jetzt niedergeworfen, oder? Das müssen wir mal gucken. According to the only claim to has been denounced. Also, der Carlton ist tatsächlich eine simple Routine, Tanzroutine und keine fortgeschrittene Choreografie. Was hat er sich denn gedacht, als er das gemacht hat? Sorry, aber vor allem, ey Leute, ganz mal ohne Scheiß, hat er sich gedacht, oh, wie wird das damals in der Sendung gewesen sein, als er diesen Tanz gemacht hat? Da wird er dann von seinem Regisseur gesagt bekommen haben, hier mal so einen komischen Tanz da. Und dann hat er sich da was einfallen lassen oder er hat es vielleicht sogar noch gezeigt bekommen. Wer weiß, vielleicht, oh komm, vielleicht derjenige, der es ihm gezeigt hat, könnte ihn ja vielleicht mal verklagen, ne? Guck mal, du gibst dich aus als derjenige, der das erfunden hat. Ey, so eine Scheiße, ehrlich war es, kotzt einfach nur noch an, ne? Sorry, aber ist so ärgerlich, es ist einfach nur noch Abfuck. Es ist einfach nur noch Abfuck, was da abgeht momentan. Urheberrecht, 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 Urheberrecht. Scheiße. Echt. So, okay. Lange Rede, langer Sinn. Jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn eigentlich im aktuellen Shop. So, da ist der Item-Shop. Jetzt sind wir wieder bei den Fußballskins angelangt. Midfield Maestro, Aerial Threat, Stall, Ward, Sweeper, Dynamic Dribbler, was war das? Poised? Playmaker? Finesse Finisher? Ja, okay, was haben wir da noch? Clinical Crosser? Super Striker? Ja, da haben wir die ganzen hier wieder. So. Ja, ich bin jetzt erstens kein großer Fußballfan. Man kann hier nochmal die Preview Styles sich anschauen. Was haben wir denn da alles? Wie sieht er denn aus hier mit der... Da. Okay. Ja, ich bin kein großer Fußballfan. Ne? Ich habe auch schon beim Fußball... Ich meine, ich bin mega Football-Fan, aber muss auch da sagen, ganz ehrlich, ich finde... Was hat es in dem Spiel jetzt zu suchen? Es passt irgendwie so nicht wirklich, ne? Und, naja. Das Krasse ist halt, man merkt wirklich, die Leute mit den Football-Skins, das sind wirklich die krassesten Schwitzer, ne? Also. So, wir schauen jetzt mal rein bei diesem. Also, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Kriegen die Dinge 5 von 10 fertig und dann sind wir damit durch und dann gucke ich mal. Was haben wir denn aktuell hier für Benotungen dafür? So, da geht's hier los. Da haben wir den Aerial Threat mit 1,64 von 5 bei 11 Votes. Clinical Crosser ist scheinbar dann doch sehr beliebt. 4,67 von 5 bei 43 Votes. Dann haben wir hier den Dynamic Dribbler mit 3,4 von 5. Den Finesse Finisher, wenn ich das schon höre, 4,44 von 5 bei 32 Votes. Den Midfield Maestro 3,77 von 5 bei 13 Votes. Dann haben wir den Poised Playmaker 4,28 von 5 bei 40 Votes. Stall Ward Sweeper mit 2,4 von 5 bei 15 Votes. Und den Super Striker 3,67 von 5 bei 9 Votes. Und dann sind wir auch schon hier bei der Vuvuzela angelangt. Die können wir uns jetzt auch gleich mal anschauen. Da ist die Vuvuzela. Ich muss sowieso mal hier den Sound anmachen. Irgendwie ist das Sound gerade aus. So, die Vuvuzela. Ja. Und die Vuvuzela kriegt von mir, ja. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vuvuzela kriegt von mir 5 von 10.
Und da sieht man, also hier, so sieht's aus. Da, sorry, hier 3,33 von 5. So, dann haben wir hier den Goalbound. Und der Goalbound ist, ja, ich finde, der sieht richtig kacke aus, ganz ehrlich. Er kriegt von mir einen von 10. Der Goalbound, lass mal schauen, was der Goalbound so, das ist mit Sicherheit der hier. Tatsächlich, oh mein Gott. Da haben wir hier 1,75 von 5 bei 4 Votes. Das ist nicht viel. So, und dann haben wir noch diesen Elite-Cleat. Den finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich finde, der sieht eigentlich ganz nice aus. Und der Elite-Cleat kriegt von mir tatsächlich 8 von 10. Finde ich, der sieht echt nice aus. Das muss man tatsächlich sagen. Da haben wir 5 von 5 bei 4 Votes. Das Ding sieht nice aus. Guck mal, echt, muss man so sagen. So, dann sind wir auch schon bei den Emotes angelangt, bei den Daily Items. Phone it in. Mega geil, Phone It In kriegt von mir 10 von 10. Jetzt muss ich erstmal den suchen, jetzt zwischen den ganzen Fußballskins, ey. Absolute 10 von 10 verdient, finde ich mega geil, das Ding. So, was haben wir hier? 4,96 von 5 bei 27 Votes, 202 Reminders, jawoll, Phone It In. Dann haben wir den Flappy Flyer, ich finde den so geil. Es ist für mich absoluter Mega-Kult, dieser Flappy Flyer. Jetzt müsste man nur noch mit Eiern werfen können. Und der Gegner müsste dann einfach nichts mehr sehen. Dann wäre der Flappy Flyer das absolut legendärste Teil. Der Flappy Flyer kriegt von mir 10 von 10. Ich finde den einfach nur mega witzig. 10 von 10 für den Flappy Flyer. Hier 4,25 von 5 bei 12 Votes. Hammer. Mega witzig. Dann haben wir den Electro Swing. Elektro-Swing, mega cool. Nicht ganz so gut wie Phone It In, deswegen kriegt der Elektro-Swing von mir auch nur in Anführungszeichen 8 von 10. Schauen wir doch mal, wo ist denn der Elektro-Swing? Da haben wir den Elektro-Swing. Hier mit Flip. Habe ich den die ganze Zeit drüber gehabt oder what? What? Oh, nö, da gucken wir doch mal rein. Also der Electro Swing hier kriegt von, hab ich ja schon gesagt, so, und dann schauen wir mal hier rein, hier haben wir 4,76 von 5 bei 58 Votes. Und ja, so, dann haben wir den Arctic Assassin. Und der Arctic Assassin ist natürlich jetzt gerade auch mit der Ice Map mega geil, kriegt von mir 8 von 10 Arctic Assassin. 8 von 10. So, und dann sind wir hier bei 4,38 von 5 bei 47 Votes und 94 Reminders.
So, da haben wir die Spektra. Die sieht ein bisschen aus wie die Picke vom Omega. Und ihr kriegt von mir 6 von 10. Und da haben wir hier aktuell 3,8 von 5 bei 20 Votes, 35 Reminders. So, und dann haben wir noch die rote Karte. Ja, die würde ich gerne mal dem einen oder anderen zeigen, die rote Karte. Aber, ja, Foul Play, Red Card, kriegt von mir, was gäbe ich denn der? 7 von 10. So, und dann haben wir hier 3 von 5 bei wie vielen Votes? Ein Vote ist es nur. 19 Reminders. Alles klar. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir immer gleich. Leute, ihr müsst jetzt dranbleiben. Der Herr sofort hat einen neuen Weltrekord, also was heißt einen neuen Weltrekord? Einen Weltrekord erreicht, hat jetzt keinen neuen, ein Kill hat ihm gefehlt und das Video werden wir jetzt, ja, heute im Laufe des Tages oder morgen wird das live geschaltet, mega krass, eigentlich müssen wir es heute live schalten. Ja, zieht euch das rein, Oberhammer, bleibt am Ball, ja. Macht's gut, bis dann und tschüss.